Ja, Leute, heute gibt es mal wieder ein Video von mir auf meinem Kanal. Underworld Football Manager spiele ich heute. Ja, die Zeit des Streams ist erstmal vorbei. Also, es das heißt nicht, dass ich nicht mehr streame, aber so viel. Also, das war letzte Woche schon verhältnismäßig krass. Ich wollte ja eigentlich erstmal so ein bisschen streamen, aber dann hat mir das ziemlich gefallen. Und ich glaube, der gute Grund oder der einzige Grund, warum es mir so sehr gefallen hat, war einfach, dass ich nichts schneiden musste. Ich habe auf YouTube gestreamt und wenn der Stream beendet war, war das 30 Minuten, macht der 30 Minuten Stream direkt auf YouTube. Ich musste nicht hochladen, es hat nicht Stunden geladen und das war halt so ein schönes Gefühl. Aber was mich absolut gestört hat, ist, dass ich den Stream nicht nachher schneiden konnte. Irgendwie ging das bei meinem Teststream. Aber der ist auch schon eine Woche her und ich kann mich kein bisschen daran erinnern, wie ich das hinbekommen habe, den zu schneiden. Weil ich würde den gern schon noch mal ein bisschen schneiden. Leider geht's nicht. Vielleicht müsste ich dann noch mal einen Teststream machen und das noch mal probieren, aber es ist auch nicht so schlimm. Stream werde ich wahrscheinlich jetzt immer einmal in der Woche, wenn es hochkommt, zweimal. Aber ich habe leider nicht die Zeit. Das war letztens ein bisschen eskaliert. Aber ich bin auch froh, dass ich jetzt wieder ein bisschen mehr schneiden kann. Bin ich sehr froh drüber. Und vielleicht werde ich in Zukunft ja auch mal Sachen streamen, die ich jetzt vielleicht nicht so als Let's Play spiele, sondern vielleicht einfach mal ein Spiel spielen, das ich noch gar nicht hatte. Oder sowas. Weil an sich zwei Folgen sind ja, finde ich, schon ja, ganz gut. Zwei Folgen von jedem Spiel, was ich momentan habe, so. Also würde das eigentlich ausreichen. Also muss nicht immer ein Stream dazu sein, zu Football Manager oder zu FIFA Mobile. Aber ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das wollt. Konsti hat mir auch geschrieben, wie ich das glaube ich schon im letzten Stream gesagt habe, dass es natürlich gut wäre, wenn ich so feste Zeiten hätte. Aber das kann ich euch leider nicht sagen. Ich kann euch wahrscheinlich nur sagen, dass den ein oder die zwei Streams, die ich mache, dass die wahrscheinlich am Wochenende kommen werden. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Weil ich da, wie gesagt, am meisten Zeit habe. Ist ja auch klar. Aber, naja. Also, was ich euch erstmal zeigen will, ich habe jetzt schon zwei Gebäude auf Level 11, das Polizeirevier und den Trainingsplatz. Dann habe ich 1500 Pokale erreicht, habe Fähigkeitspunkte bekommen, bin dann in die Uni auf dieses Maximalding. Ach, ich zeig's euch. Auf Sheriff. Hole dir den maximalen Polizeischutz pro Gebäude. Da bin ich jetzt auf 6 gegangen. Und nochmal extra auf Wachmann, weil einfach mein Trainingsplatz in letzter Zeit verhältnismäßig oft angegriffen wurde und es halt übelst scheiße ist, wenn der so weit unten ist. Weil ihr könnt ja sehen, ich habe ja hier 14 Hütchen pro Ding und wenn da jedes auf 2 ist oder so, das ist dann schon ein bisschen nervig und es dauert sehr, sehr lange, bis das wieder hochzubekommen. Ich habe auch jetzt schon 900 Gold, also bald sind die 1000 da. Das wäre natürlich ziemlich geil. Erreicht habe ich das auch schon. Das war gestern nachts. Und ja, habe ich auch ein bisschen, habe ich es auch ins Dings geschickt, ins Kartell. Ich bin sehr froh, wieder ein Video aufnehmen zu können. Einfach, weil ich jetzt schneiden kann. Und es läuft doch ganz okay in der Liga, würde ich behaupten. Ich schaue mal, wie das letzte Spiel ausging. Nicht das letzte, das war, sondern das davor. Nein. Warum ist das hier so kompliziert für mich? So, für das Spiel. 3-0 und das davor. Na, scheiße. Der Gegner war ähnlich stark wie ich. Ich hätte sehr gern gewonnen. So, wann ist das nächste Spiel? 9 Stunden, gut. Okay, 650 Syndicate Invasions verschickt. Fernerladung. Das ist ja fantastisch, ja. So, hier noch ein paar Kartellgeschenke annehmen. Wir haben 3-0 gewonnen gegen Peanuts. Hier war irgendwie ein Gegner. War das der? Ja, es war wahrscheinlich Triatevre. Die waren halt richtig schlecht. Die waren auf Rankingplatz 190 oder so. Und die hatten auch noch 4-Sterne-Spieler drin. Und der Beste war 5 Sterne auf 20. Also im Gegensatz zu uns sehr schwach. Und weil die aus dem Kartell sehr inaktiv waren, haben die 80% an der Spielerfähigkeiten verloren, die Spieler dort. Krass. Die waren halt richtig schlecht. Wir haben zum Glück auch noch 3-0 gegen die Peanuts gewonnen. Meine Frau ist schon auf 41 genau. Es geht jetzt darum, die haben ja, das habe ich vielleicht schon mal erwähnt,
die Top-Leute bei uns, die Startelf so bilden, bei unserem Kartell, die sprechen sich jetzt bei der Aufwertung von den Team, von den Spielern ab. Und Konsti hat auch gesagt, so 7 bis 10 Spieler auf Level 50 müssten es schon sein. Obwohl das wären ja dann, er hat gesagt, halt sieben, waren das 7 bis 10 auf Level 50 oder wenigstens ein paar auf Level 50, damit wir uns auf Platz 20 bis 50 halten. Also wir halten, also ich glaube, wir rutschen manchmal schon ab, aber auf der Top 50 halten wir uns bisher, glaube ich, immer. Und wenn wir alle bis auf, ich weiß nicht, was hast du geschrieben, obwohl wir haben jetzt 1, 2, 3, 5 Stück auf, 5 Stück auf der 5, 5 von 11 und sind in der Top 50. So 40 bis 50, oder sind wir Top 40? Ich weiß es nicht. Platz 31, also läuft doch. Also reichen, würde ich sagen, jetzt die 5 Stück aus, damit wir so auf 30 bis 50 bleiben. Aber wir wollen ja natürlich auch trotzdem besser werden. Ich weiß gar nicht, was das Beste war, was wir mal hatten. War es sicher vielleicht ganz knapp Top 30, aber nur ganz knapp. Aber ich kann es nicht genau sagen. Ich wurde doch neulich mal in ein anderes Kartell eingeladen, also hier kamen so Einladungen. Ja. Marco van Basten. Der ist in Synthetik aus Dänemark. Und die haben das Team. Sieht nicht schlecht aus, aber ist halt schlechter als unseres. Und ich will halt natürlich in unserem bleiben. Richtig, welchen Rang sind die? 81, die war nicht so schlecht, aber ich will natürlich bei euch bleiben. Konsti und den anderen. Richtig, das Doofe ist halt jetzt nur, dass ich alles erledigt habe. Und was wir jetzt machen können, ist eigentlich, naja, wen sollen wir hier verletzen? Von Ahmet Tuna, wer ist Ahmet Tuna? Denizlispor. Der müsste eigentlich weiter oben sein, oder? Wenn die mir den anbieten. Ich frage mich, warum ist der Erste? Der hat alle Gebäude auf Level 5. Oh. Okay. Okay, der hat ein bisschen übertrieben, der Bruder. Das Team an sich sieht jetzt auch nicht sonderlich stärker aus als meins. Weil ich habe jetzt 2 5 Sterne. Aber er hat halt alle auf Level 13 oder besser. Ich habe bald, na, was heißt bald, vielleicht alle auf 12 und besser. Aber wie gesagt, das Ballad hat die ordentlich rein. Und dann ist er sicher auf der Uni. Auf 10 hat er das. Oh, die hat ganz schlechten Schutzengel. Okay, da werde ich reinballern. So. 2 Spieler und 2 Gebäude. Gut. Oh, ja. Geil, Scheiße. Gut. Was waren hier das Beste? Ach, das waren hier die schlechteren. Dann gehe ich mal da mit drauf. Okay. 94% finde ich jetzt ist nicht so wenig. Danke. Und dann noch. Wer ist der nächstbeste? 16, ne? Der hier. Ja, und dann noch ein paar Gebäude. Da ist er sicher super auf den Trainingsplatz, oder? Jo. 9%. Müsst ihr euch einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin vor allem eigentlich auf dem Trainingsplatz, auf Kartell und aufs Polizeirevier. Da habe ich jetzt 6 habe ich beim Kartell, 6 beim Trainingsplatz und 5 beim Polizeirevier. Und das waren, glaube ich, fast alle. Dann gehen wir mal. Nee, nee. Naja, wir können ja nochmal nachschauen. Eigentlich müsste ich 22 Stück haben. Können wir mal sehen, wie ich die verteilt habe. Also 2 Gebäude attackieren. Ja, das kann ich. Kartell. Easy. Und noch ein Backstein. Ein Krankenhaus, ist jemand verletzt? Also Clubhaus ist vielleicht ganz gut, weil da geht 1% die Loyalität runter. Ja, keine Ahnung. Vielleicht hilft das jemand, der den bestechen will oder so. Arme Tuna greift. Hey, mein Team. Wen denn hier? Ah, danke, ey, das juckt mich. Oh. Okay. Das war jetzt doch nicht so nett. Mit einer Voodoo-Puppe. Die war aber auf 4 Sterne. Warum verschwendet der 4-Sterne-Gegenstände an mich? Ist der dumm? Vor allem, es bringt ihm nicht mal was. Die sind im nächsten Spiel wieder fit. Also, der ist ja auch nicht so ganz schlauer. Aber.
Fehlgeschlagen. Hat sogar fünf Gegenstände verbrannt. Naja, soll er doch ruhig machen. Aber er ist halt dann auf Brunel bitte erfolgreich bestechen. Brunel. Wer ist denn Brunel? Schauen wir mal nach. Ah, der hier. Dann mache ich das mal. Perfect Timing. Oh, ich habe leider keinen 1-Sterne-Gegenstand mehr. Aber zum Glück ist es nur 1%. Ich nehme mal einen Kartellgegner, falls es durch. Nee, ich kann nur Liga-Gegner nehmen. Och, lass mich doch in Ruhe. So, ich habe ihn erfolgreich bestochen, ne? Okay. Einfach 1% und das würde gut gehen, das wäre halt lustig. Brunel erledigt. So, macht er hier da Ärger? Ja, er hat's erwischt. Ja. Also ich weiß nicht, was seine Mission ist. Ach, Stadion hat er beschädigt. Wow. Impressive. Was bringt dir das jetzt genau? Also ich weiß nicht, ob er das als Mission hat. Aber ich denke nicht, dass es eine Mission gibt, wo du drei Spieler angreifen musst in ein Gebäude. Obwohl vielleicht einfach viermal angreifen wahrscheinlich eine Quest. Oder einfach, weil er weil ich sein Ego getroffen habe, ich weiß es nicht. Weil die Spieler sind alle bis zum nächsten Spiel fit. Er hat einfach nur seine Gegenstände verbraten, wenn es keine Quest war. Vor allem hat er einfach 4-Sterne-Gegenstände genommen. Also, ich weiß nicht, was. Naja. Wollte einfach mal seine Wut rauslassen. Kann ich ihm gerne behilflich sein. Werbeagentur. Der nimmt halt wirklich welche Flasche, warte mal. Einfach das. Das nimmt er. Das nimmt er. Ey. Ja, Ametuna, ich habe einen neuen Feind, aber leider hat er seinen Trainingsplatz ganz gut beschützt. Bootsplatz kann man mal schauen. Kommen ja auch noch mal 11 Spieler scouten. Jo. Ich glaube, bei Konsti, ich glaube, der ist jetzt wieder in Liga C. Und ich hoffe, er hat mal langsam aufgehört, seine Spieler abzubilden. Ja, der vor allem die hochgelevelt, die nicht Stammkraft waren, weil der will ja eigentlich auch welche auf 50 bringen. Sondern eher die, die er neu gezogen hat, die aber halt 5 Sterne waren und die 4 Sterne Spieler verdrängt haben. Und jetzt fängt er vielleicht an, weil er die neuen, also den ZM und IV hat er glaube ich schon auf 40 wahrscheinlich mindestens. Also fängt er jetzt sicher an, auch Spieler auf 50 zu bringen. Konntest du, wie viel kostet es, einen Spieler auf Level 50 zu bringen? Wie viel Scheine kostet das? Von 49 auf 50? Das würde mich mal interessieren. Was ist das teuerste bei einem Spieler-Upgrade? Würde mich sehr interessieren. Ich habe übrigens, ich weiß nicht, ob ich das im letzten Video noch gezeigt, im letzten Stream, nee, ich glaube, das war nicht im Stream mit drin. Ich glaube, Konsti hat den auch schon gesehen, nämlich ich habe einen Like. Ist jetzt nicht, war früher in ihm, was heißt früher, vor ein paar Monaten. Ich weiß nicht, wann er da angefangen, Konsti. Ja, was sagen wir mal. Sogar noch vor kurzer Zeit war es so ein Indiz dafür, wenn ich einen Like hatte, dass Konsti das Video gesehen hat. Aber ich habe auch jetzt ein paar mehr Zuschauer, die natürlich nicht ganz so aktiv sind wie Konsti. Aber, ja, trotzdem. Da sind. Konsti hat auch öfters gestreamt. Ich krieg ja keine Benachrichtigung mehr. Weiß ich gar nicht. Eigentlich habe ich es eingestellt. Also checkt ruhig Konstis Kanal aus. Also wenn ihr krasse Plays sehen wollt, dann schaut bei ihm vorbei. So. What is my Aufgabe? Q1965 hat versucht, deinen Spieler zu bestechen. Räche dich und besteche mindestens einen seiner Spieler. Oh, ich bekomme 2 Bestechungssachen. Ist er denn auf Bestechen gegangen, auf Bestechenschutz? Wo ist das? Ja, schon, ja. Aber wir können ja auch einen Dulli bestechen, also so einen, der nie spielt. Ach, das geht doch. Ich nehme jetzt aber mal lieber einen Ersatzspieler, wahrscheinlich, bei dem es leichter geht. Einfach 70% bei dem 3-Sterne-Spieler. Ja, guck mal hier, 3-Sterne-Spieler mit 20%. Dann gibt es hier aber auch noch einen 3-Sterne-Spieler mit 70% Chancen. Also
Ach so, ich sitze ja im Gefängnis. Ja, das erste Mal. Wie viel Befragungsding habe ich noch? 81. Ich muss langsam aufpassen. Ich hatte ja mal stabil immer 100. Aber man bekommt nicht mehr so viele. Früher, wie gesagt, war das so, dass man richtig viele bekommen hat. Eigentlich fast nur. Und ich fand das gut, weil die habe ich gebraucht. Vielleicht sollte ich den Konsum ein bisschen zurückschrauben. Bloß wenn ich dann auch keine Angriffsgegenstände mehr bekomme. Ich brauche halt solche Angriffsgegenstände auf ein und zwei Sterne, mit denen ich halt solche Quests mache. Und dazu halt noch ganz viele Ausbruchsachen. Die brauche ich einfach. Ist wichtig. Kann mir jetzt mal jemand helfen aus dem Gefängnis? Versteckte Pfeile nutzen. Also eine gibt eine Stunde, ne? So, wer ist denn online? Keiner. Ausbruch, kann ich dem helfen? Nee, leider nicht. Ich wollte mal wieder hilfsbereit sein. Gut, dann bleibt uns eigentlich nur Club Clash und das hier. Also leider kein. Na, ich weiß, aber ich kann das Video nennen. Endlich mal wieder ein Video oder sowas. Also. Erstaunlich, wie viele kreative. Also ich will jetzt nicht sagen, dass meine Titel unbedingt kreativ sind, aber ich hatte schon öfter in den Videos das Gefühl, was soll ich denn jetzt in den Titel packen, dass es nicht zu langweilig wirkt. Was soll ich denn da machen? Und ich habe es irgendwie immer ganz okay hinbekommen, finde ich. Jetzt verlieren wir hier gegen Gegner, die nichts können. Okay. Dann noch eine Einladung verteilen. Ich kann ja mal gucken, wie viel habe ich schon fürs nächste Spiel verteilt? Nächstes Spiel. Ach, drei Stück. Vier hat der Betzepuppe. Und der Rest hat keinen. Also da muss ich aber sagen, ihr seid nicht so nicht hilfsbereit. Oh, Konsti 68. 21, ja, ist nicht viel, Mann. Das ist sehr wenig. Wie gut ist denn der neue? Rira, UMM und Fletcher. Die habe ich auch überholt. Aber natürlich Rira 36 ist super, ne? Auf der 10 habe ich es, wäre jetzt niedrig, da Mario Odin. Aber wenn der Rest Kartell Sachen reinsteckt, gibt es immer mindestens 1000 Fans. Und wir brauchen hier nur 200.000. Bedeutet, wir 14 Mitglieder müssten 200 Einladung. 200 durch 14 muss ich mal ganz kurz rechnen. Überschlagen. Na gut, das wäre schon ein bisschen viel. Über 10 machen. Aber es reichen ja auch 100.000. Also, so ist es nicht. Gleich mal ein bisschen die Erwartungen zurückschrauben. Habe ich eigentlich hier schon alles voll? Jo. Ja, Goldmünzen sind auch nicht mehr das, was sie waren. Immer nur 3-Sterne-Spieler kann ich auch gleich über Münzen benutzen. Ich muss heute noch einen Cut machen. Ich habe lange in einem anderen Manager-Video keinen Cut gemacht. Und auf jeden Fall, heute kommt auf jeden Fall ein Cut. Auf jeden Fall. Weil das ist das, was ich an meinen Videos auch ein kleines bisschen vermisst habe. Was ich aber schön fand, als ich es geschafft habe, nach meinem Teststream, den Teststream schneiden zu können, konnte ich alle 0,1 Sekunden so schneiden. Aber bei meinem X-Rekorder ist es so, je länger das Video, desto ungenauer kannst du schneiden. Deshalb mache ich meistens immer kurz bevor ich einen Cut mache und kurz bevor ich wieder loslege. Also wenn kurz bevor ich einen Cut mache oder eine Werbung schaue, sage ich ja bis gleich und dann lasse ich noch ein paar Sekunden Pause. Immer. Immer. Ich weiß ja nicht, wie lang das Video wird. Und ich will es ja nicht, dass das weggeschnitten wird. Das passiert mir nur noch sehr selten, zum Glück. Richtig. Das ist schön. 40 Punkte, das würde ja direkt passen. Okay, dann können wir jetzt einen Cut machen. Bis gleich, meine Freunde der Sonne. Tausend Scheine. Konnte ich die mir jetzt irgendwie auszahlen lassen? Also ich hoffe, das wäre dann ein Schein ist gleich 1 Euro. Kann man nicht schauen mal, ob das hier überhaupt geht? Gold. Ja, 1000. Ich muss mal ganz kurz rechnen. Nee. Also wenn ich fünfmal. Nee, okay, wenn ich jetzt fünfmal das andere kaufen würde. Ich überlege, wenn ich fünfmal die 210.000. Nee. Nee, es wird immer mehr. Also wenn ich 5 Gold für 4.000 ausgebe, 50, dann. Es wird im Durchschnitt, was ich bekomme, immer mehr.
Also wenn man für jedes Geldding den Durchschnitt ausrechnet, wie viel Geld man für ein Gold bekommen würde, wäre es bei 1,1 Millionen am höchsten. Da würde man nämlich im Durchschnitt für ein Gold 1100 bekommen. Und das ist bei allen anderen aber niedriger. Ja, das wäre schon das Sinnvollste. Ich könnte mir 100 Gold holen für 3,99. Und normalerweise würden 100 Gold 10 Euro kosten. 10 Euro. Und ich würde jetzt hier nur 4 zahlen. Wenn man 2x50 2x50 kauft, ne, da hat man 10 Euro. Aber hier wird es halt nur 4 Euro kosten. Aber das ist für mich zu viel. Ich bin kein Reinpayer. So, was machen wir denn jetzt noch? Testspiele, ne? Ja, richtig. Ich glaube aber viele, also außer Konsti, die meine Streams nicht live schauen, die werden die wahrscheinlich im Nachhinein auch nicht schauen. Ich finde es aber natürlich sehr gut, ist ja auch logisch, dass die Leute, die mal im Stream geschaut haben, wenn das Video der Stream danach online ist, dass die dann als Aufruf gelten, ist ja klar, ne? Wäre dumm, wenn das dann null wäre. Ein Stream hatte schon jetzt 7 Aufrufe. Ach und ach, jetzt habe ich es wieder fast vergessen. Ich habe sicher seit schon einigen Tagen, vielleicht sind es schon seit 1, 2 Wochen, 9 Abonnenten. Danke, dass du abonniert hast. Ich glaube, es war der 15. Konsti hat aber irgendwas von 16 geschrieben. Vielleicht sieht er was anderes als ich. Naja. Ist ja auch egal. So, noch eine Einladung. Wie viele Zuschauer haben wir jetzt eigentlich? 9.200. Kann mir mal jemand helfen? Ich bin in Gefahr. Gut, Club Clash, da bin ich jetzt auch schon bei 44, oder? Jo. 2 Goldmünzen würde nicht reichen, um heute noch so einen geilen Typen zu ziehen. Da, wie hieß da? Ach, ich hatte nur einen Versuch. Ach, nur 10 Stunden dauert das. 25 Gold mehr Versuche, ja, ich gönn ja mal. Nee, das mache ich natürlich nicht. Ja, das war's ja, oder? Wir können ja mal schauen, wie es wird gegen die laufen. Team Geoff. Den hatte ich schon mal. Der ist vor mir. Da werde ich dann auf jeden Fall, wie viel? Ja, da werde ich auf jeden Fall, das ist heute ja heute Abend so, später Nachmittag so, da werde ich auf jeden Fall nochmal reingehen. Plus leider habe ich bei den Eigentorsachen, Eigentorschießen, die einfach das Beste sind, nur noch 3 Sterne Gegenstände. Das ist halt leider. Ich habe heute nur noch. Ja, mit dem Lamborghini. Ich will den Lamborghini nicht einsetzen. Aber gut, wann, wenn nicht jetzt, dann, ne? Weil später, wenn wir alle super, super krass sind, falls ich überhaupt mal super, super krass bin, ist der Lamborghini dann ja auch nichts mehr wert. Dann muss ich mit 5 Sterne Sachen bestechen. Nee, das stimmt natürlich nicht. Da hat man ganz viele, dafür hat man ja die ganz viele 1-Sterne-Sachen. Wenn man dann richtig krass ist und hier alles auf 10 hat in der Uni, dann hat man vielleicht 20, 30% Chance bei einem Angriff mit 1 oder sogar 2 Sterne-Gegenständen. Und dann hat man halt immer 4, 5 Versuche. Ne? Da muss man schlau mit umgehen. Denke ich, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ob Konsti so viele 4- und 3-Sterne-Gegenstände hat, der kriegt sicher auch ganz andere Belohnungen. Aber das sind sicher nur Belohnungen pro Saison, der kriegt ja jetzt nicht jede Kiste. Irgendwie ein 3-Sterne-Gegenstand, oder? Oder ist es bei dir so? Ich will das auch haben. Okay, die sind alle verflucht und der hat eine sehr tiefe Schnittwunde. Da kann er noch froh sein, dass er, dass der Ahmed Tuna mit seiner Machete nicht noch wütender war. Sonst würde ihm jetzt vielleicht der Kopf fehlen. Würde lustig, hier das Bild einfach. Dempsey, geköpft. Und dann sieht man seinen Kopf halt nicht mehr. Aber das steht trotzdem irgendwie, in 24 Stunden ist er wieder fit. Das wäre lustig. Gut. Vielleicht bin ich der Einzige, der das lustig findet. Ich finde den Gedanken lustig. Ich lache ganz laut in meinem Innern. So, dann war es das mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ihr seid hoffentlich nicht zu traurig, dass jetzt keine Streams mehr so, nicht mehr so oft Streams kommen. Ich bin froh, dass sie überhaupt kommen, dass ich die Zeit dafür finde. Und ja, dann hoffe ich natürlich, dass ihr ein Like da lasst, vielleicht ein kleines süßes Abo und einen Kommentar. Einfach vielleicht, keine Ahnung, Feedback. Hat euch das Video gefallen oder hat es euch nicht gefallen? Und wenn es euch nicht gefallen hat, warum hat es euch nicht gefallen? Spielvorschläge. Wie findet ihr meine Idee, dass ich jetzt vielleicht nur einmal am Wochenende streame? Was soll ich dann überhaupt streamen?
würde dir es gut finden, wenn ich dann was außer FIFA Mobile und andere Football Manager streame. Irgendwas so, eure Gedanken in die Kommentare. Das hilft mir natürlich sehr. Und ja, dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich wünsche euch was. Ciao.